Wir finden nun Heizungsrohre vor, die aus dem Boden herauskommen. Wir werden nun den Bodenbelag so zuschneiden, dass er möglichst unauffällig um die Rohre verlegt wird. Dazu wollen wir zuerst, wir kommen hier mit einer ganzen Planke in etwa 2/3 der Rohre an. Dazu wollen wir erst ein kurzes Stück schneiden auf die Mitte der Rohre. Wir zeichnen uns jetzt auch um diese Rohre den Abstand ein, um dann anschließend einen Halbkreis anzuzeichnen. Diesen Halbkreis erweitern wir nun auf das nächste Panel. Um ihn ausschneiden zu können. Die beiden zugeschnittenen Teile können nun um das Heizungsrohr herum verlegt werden, um anschließend mit einer Heizungsrohrrosette abgedeckt zu werden.